damit er uns hoffentlich erzählen kann, was in dem Tagebuch drinnen steht. Seid gegrüßt, junger Krieger. Könnt ihr etwas mit diesem Buch hier anfangen? Lasst mal sehen. Ah, talindische Gildenrunen. Recht alt, würde ich sagen, noch aus der Zeit vor dem Zirkel. Woher stammt es? Von einem Schemen, der aus den Schächten der alten Ostmine aufgestiegen ist. Orta glaubt, es handle sich um die Geister von Utwins Expedition. So? Glaubt ihr das? Für einen alten Soldaten ist Orta gut im Bilde. In der Tat, Utwin gehörte der talindischen Gilde an. Könnt ihr etwas davon entziffern? Dazu brauche ich mehr Zeit. Aber es scheint sich um ein Tagebuch oder etwas Ähnliches zu handeln. Bitte erzählt mir etwas über die Konvokation. Das Wissen über die Konvokation stammt von einem Runentext aus den Ruinen der Firma in Xu. Der Text beschreibt die Zusammenkunft zweier Himmelskörper. Aonirs Stern und etwas, das die Farmer den dunklen Bruder nannten. Aonirs Stern wird dabei für einen Augenblick verdeckt. Wenn dies geschieht, ist Aonirs Auge blind und seine Macht erlischt für einen Lidschlag. In diesem Moment ist auch der Bann geschwächt, der die wilden Urelemente unserer Welt im Zaum hält. Der Text besagt nun, dass, falls es jemandem gelingen sollte, während der Zusammenkunft die Urelemente zu erwecken, er sie unter seinen Bann schlagen und eine Macht erlangen könnte, die selbst die Götter erschauern lässt. Die Zirkelmagier entdeckten diesen alten Text in Xu und studierten ihn. Und wenig später begann in ihren Köpfen der närrische Plan zu reifen, die Konvokation heraufzubeschwören. Mit der Zeit zerstritten sich die Magier allerdings. Sie glaubten, nur ein Einziger könnte die Macht über die Urelemente erlangen. So kam es zum Konvokationskrieg. Viele Generationen arbeiteten sie darauf hin. Aber die alten Texte waren ungenau. Und als die Stunde der Konvokation kam, da riefen sie die Urmächte mit all ihrem magischen Können an, wetteifernd um den Preis der Macht. Aber keiner konnte einzeln genug Kraft aufbringen und die Urelemente gerieten außer Kontrolle. Sie fuhren aus ihrem Schlaf auf und ihr Toben zerschmetterte das Antlitz der Welt. Nur dort, wo die Gottsteine Aonirs, die blauen Obelisken standen, blieb noch etwas von der Macht des Sternengottes erhalten und schützte uns vor der Vernichtung. So entstanden die Inseln. Aber wir wären dennoch dem Untergang geweiht gewesen, hätte Rowan Tahir nicht die Portale geschaffen und die Länder unserer Welt wieder miteinander verbunden. Den Zirkel. Zu allen Zeiten haben Magier mit ihrem Durst nach Wissen und Macht die Reiche in Unruhe versetzt. Der Zirkel wurde von allen Völkern in Übereinkunft gegründet, um die Ränkespiele der Zauberkundigen zu beenden. Dem Zirkel traten die 13 mächtigsten Magier der Völker bei, Anhänger des Lichts ebenso wie der Finsternis. Der Zirkel wählte die Stadt Mulandir als Sitz, unabhängig von jeder Regierung. Zuerst versahen die Magier des Zirkels ihre Aufgaben noch mit Ernst und schufen Frieden und Gerechtigkeit, wo zuvor Hass und Intrigen geherrscht hatten. Doch es kam, wie es kommen musste. Die Magier erkannten, welche Macht ihr Zirkel vereinte? Weise gesprochen. Der Zirkel wurde alsbald zu einem Zentrum der Macht. Eine Gefahr, die keines der Völker wahrzunehmen vermochte. Denn die Magier wirkten heimlich und auf vielerlei Umwegen. Sie entschlüsselten das Geheimnis des Allfeuers, das ihre Leben verlängerte und ihnen Macht jenseits jeder bekannter Zauberei verlieh. Hunderte von Jahren lenkten sie die Geschicke der Reiche aus dem Verborgenen. Wie kann ein Zirkelmagier besiegt werden, wenn er doch die Kraft des Allfeuers zu nutzen weiß? Nur durch einen anderen Zirkelmagier oder einen Gott. Das, was sie letzten Endes tötete, war ihre eigene Gier. Als die Konvokation fehlschlug, wurden die meisten von ihnen vernichtet. Die meisten? Nun, Rowan Tahir hat überlebt. Wer garantiert uns, dass nicht noch andere des Zirkels am Leben sind? Die Runen. Ich verstehe. Euer langer Schlaf hat viele eurer Erinnerungen getrübt. Die Runenkrieger wurden einst vom Zirkel als Garde geschaffen.
Magische Kreaturen sind machtvoll, aber meist unerfahren. Erfahrene Soldaten dagegen sind sterblich und von schwankender Loyalität. Also schuf der Zirkel euch. Er schmiedete eure Seelen, eure Lebenskraft an die Runen und sicherte sich somit eure Treue. Und jede Erfahrung, die ihr in endlosen Kriegen sammelt, bleibt in euch erhalten. Eine perfekte Waffe. Und als der Krieg kam, sah man euch in endlosen Reihen, Armeen aus dem Nirgendwo das Land verheeren. Oh, wir haben euch gehasst. Ihr wart das Sinnbild für die Macht der 13 großen Puppenspieler. Nun, ich kann Rohan verstehen, dass er einen von euch zurückgerufen hat. Wenn etwas die geschwächten Nordreiche retten kann, dann die Macht der Rune. Die Nordreiche. Als Nordreiche bezeichnet man die Länder im nördlichen Teil Fiaras. Dazu gehört in erster Linie das Reich Nortanda, der einstige Sitz des Imperiums. Nortanda ist heute mehr eine Art loser Zusammenschluss der vier überlebenden Fürstenhäuser. Das Reich der Hohen Mark, das südlich der Düsterlande liegt, hat seine Grenzen geschlossen. Wir wissen nicht, was da vorgeht. Aber nicht nur Menschen leben in den Nordreichen. Die Zwerge haben ihre beiden großen Städte Windholm und Fastholm. Von den Elfen existiert nur noch die Siedlung der Eloni. Weiter im Osten, hinter dem Wildlandpass, liegt das Orkreich Gruk, das von den Orks der Scharok beherrscht wird. Südlich davon leben die Dunkelelfen in ihren Obsidiantürmen. Ihr Reich nennen sie Lar. So, nachdem Darius uns so gut Kunde über die Geschehnisse aus der Vergangenheit und über die heutige Zeit uns vermittelt hat, gehen wir jetzt erstmal zurück nach Graufurt und geben dem Schüler Gaba seinen Federkiel für seinen Meister. Habt ihr den Federkiel dabei? Hier. Ich fand diesen merkwürdig leuchtenden Federkiel. Ihr Götter, ein talindischer Schreibkiel. Danke. Ihr seid wirklich ungewöhnlich. Ich traue mich kaum, euch danach zu fragen, aber... Aber was? Wisst ihr, es gibt da eine spezielle Kreide. Sie wird bei Beschwörungen und Ritualen eingesetzt. Meist wird sie von Schamanen oder Dämonologen verwendet. Mein Meister verlangt, dass ich sie ihm besorge. Doch das ist völlig unmöglich. Niemand hier stellt so etwas her. Dazu müsste ich schon einen Orkschamanen ausrauben. Die Orkschamanen, denen ich bislang begegnet bin, haben nicht lange genug gelebt, um mir etwas von ihrer Kreide zu erzählen. Aber den nächsten, den ich treffe, werde ich danach fragen. So, damit wären wir mit den Sidequests erstmal am Ende. Und wir können uns jetzt in den Schattenhain begeben. Und nun können wir in den Schattenhain reisen. Wie man schon von hier sehen kann, das Gebiet ist äußerst weitläufig. Und man sieht schon in der Ferne ein weiteres Runenmonument. Also dürfte uns auf dieser Karte eine größere Schlacht bevorstehen. Und wie man schon hört, da unten steht ein Kriegstrupp der Utraner. Und da gehen wir doch mal zu den guten Soldaten nach unten. So, und bevor ich jetzt mit den Soldaten rede, werde ich das Spiel jetzt erstmal wieder einmal speichern. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss.